ist Anja und herzlich willkommen zur neuen Folge von Minecraft Polizei. Falls ihr die letzte Minecraft Polizei Folge noch nicht gesehen habt, dann Schande über euer Haupt, aber ihr habt natürlich hier oben beim i die Möglichkeit, das nachzuholen. Und dann, bevor ihr diese Folge guckt, solltet ihr das unbedingt machen, damit ihr auf dem neuesten Stand der Dinge seid. Und ja, genau, wenn ihr das gemacht habt, dann würde ich sagen, fangen wir jetzt an, nach der kurzen Rückblende. Bald sind ja Bürgermeisterwahlen. Wollte ich euch einfach mal vorschlagen, dass ihr noch dementsprechend ein paar Unterlagen holt von dem anderen Kandidaten. Noch ein Donut? Chili Donuts? Noch ein Donut, ja sicherlich, da sage ich nicht nein zu. Wir haben sie einen Ausweis. Perfekt. Papiere haben sie auch? Ach, perfekt. Ja, ja. Wollen sie die gerade nehmen oder? Ah, perfekt. Geht jetzt von meinem Land. Du hast den Lageplan, richtig? Oh ja, sicher doch. Der Boss wird uns ausführen, um nichts zu bemängeln haben. Meinst du, das ist jetzt mal ein richtiger Einsatz hier oder wieder nur ein Fehlalarm, der losgegangen ist? Ich hoffe wirklich. Ich meine, eigentlich fühle ich hier nicht los in der Stadt. Also gestern war ich schon echt überrascht, dass wir generell was zu tun hatten. Ich meine, der Typ, den wir dann ins Gefängnis gebracht haben, war ja schon mal also, was anderes. Immerhin, ich meine, es nimmt zu. Ich meine, ja, wir haben gerade April. Das ist halt, nicht gerade die Zeit, wo man so. Ist halt keine Verbrechersaison. Aber es sieht einfach komplett leer aus. Ich sehe hier nichts. Hier das Gardon. Forschungslabor? Hier ist eine Tür offen. Das ist merkwürdig. Ganz ruhig. Wir sind hier auf Einsatz, okay? Okay. Weißt du, wann der Anruf einging, dass wir hierher kommen sollen? Oh, ich glaube, die Durchsage kam ja erst vor so 2-3 Stunden. Also, vielleicht sind die Leute noch da. Okay, am frühen Morgen, oder? Ja. Ja, da war ich noch nicht in Dienst. Ja, aber also das kann man ja auch ruhig erzählen. Niemanden verübeln. Es riecht. Nach bösen im Busch. Okay. Wollen wir vielleicht außen rumlaufen, ob wir vielleicht da mehr sind? Das ist ja alles verglast hier. Oh, gute Idee. Okay. Wir können uns ja schon mal merken, dass hier vielleicht potenziell was los ist. Aber wahrscheinlich haben sie einfach vergessen abzuschließen. Seien wir ehrlich, das passiert denen doch öfter. Das ist doch locker schon der 10. Einsatz, den wir hier haben. Ich hab's ihnen immer wieder gesagt, aber die hören einfach nicht. Die hören nicht. Die haben, also die denken auch, wir haben zu viel freie Zeit. Die denken, die fühlen sich halt zu sicher. Ja. Wir müssen ihnen zeigen, ich meine, es ist schon gut, dass sie sich sicher fühlen, aber... Ja. Du, ich weiß genau, was du meinst. Lass mal hier rumschauen. Ja. Was ist das? Wo sagst du, hast du was gesehen? Hey, sieh mal. Oh, da oben. Stehen bleiben. Oh, okay. Können wir hier unten rein? Ziel auf freien Fuß. Wir sind die Polizei, wir können überall rein. Okay, ja. Pizza. Oh. Ah, okay. Geht's hier weiter? Ja. Okay. Brauche Unterstützung. Magst du vielleicht schon mal vorgehen und das Auto vorfahren, falls er versucht zu fliehen? Hier ist sie. Okay, oh, ich hole das Auto vor, falls sie versucht zu fliehen. Okay, danke. Oh nein, sie ist hier. So, stehen geblieben, ich bin bewaffnet. Ich werde schießen, wenn sie nicht sofort stehen bleiben. Der Kollege ist schon unterwegs und hat das Haus umstellt. Bleiben Sie jetzt stehen. Bleiben Sie stehen. Kommen Sie wieder hoch mit den Händen heraus. Nein. Wir haben keine Chance. Ziel ist in Lüftungsschacht gesprungen. Befindet sich jetzt in Aufzug. Roger. Okay. Sichtkontakt zu Ziel verloren. Das ist nicht gut. So, Objekt versucht zu flüchten mit Auto. Oh, okay. Mit Fluchtwagen. Oh, da sind sie schon. Perfekt. Ja, an. Komme. Okay, lassen Sie uns losfahren. Auf geht's. Das wird eine Verfolgungsjagd werden. Okay. Gesehen, wo sie hin ist? Ich sehe es. Ich habe gar nicht gesehen, dass sie was Großes in den Händen gehalten hat. Ich wüsste gerne, was sie geklaut, also... Sie wollte wahrscheinlich Daten klauen. Achtung! Okay. Rechtsverkehr. Hast du gesehen, dass sie rechts lang gefahren ist? Ja. Okay, perfekt. Oh ja, ich sehe da vorne. Sie scheint nicht die beste Autofahrerin zu sein. Over. Ja, das ist eine einfache Mission für uns. Schneiden Sie sich fest an, das wird ein wilder Ritt. So lange schon, keine Einsätze mehr. Ich glaube einfach geradeaus weiter, oder? Ich würde sagen, diesmal wird es ein guter, erfolgreicher. Das wird ein wilder Ritt. Okay, siehst sind du ihn das Ziel? Noch? Oh, ich glaube, das Ziel ist rechts. Hey, sie! Stehen bleiben! Stehen bleiben! Polizei, stehen bleiben! Okay, alles klar. Okay, wir ich verfolgen ihn. An. Oh, scheint nicht der beste Fahrer zu sein. Auf geht's! Okay, ich glaube, da haben wir ihn. So, stehen bleiben! Okay, stehen bleiben. Ist glücklicherweise eine Schranke. Aussteigen! Komm, ich bin hoch mit den Händen heraus! Er versucht zu flüchten! Okay. Er ist rechts angefahren. Okay, immerhin. Kooperation. So. Stehen bleiben, ausgestiegen. Hey, ich bin nur ein kleiner Teenager. Was?
Lass sie mich in Ruhe, ich habe keine... Was haben wir sie haben mit gesehen, wie sie aus der Research Facility gefahren sind. Hallo? Kommen sie raus. Steigen sie aus. Das ist die Polizei, Hand, das ist kein Überfall. Hä? Ein Dollar? Halten Sie Ihren Dollar. Stellen Sie sich ans Fahrzeug. Stellen Sie sich ans Fahrzeug. Was ist dein Motiv? Ja, warum sind Sie in die Research Facility eingebrochen? Wie ist Ihr Name? Donnemann! Hä? Was hast du mit meinem... Donnemann! Oh, hast du grad schon wieder... Stehen bleiben, kein Schritt weiter! Sind Sie ein Komplize? Das ist mein Sohn! Das ist meine Flachzange von Sohn, die immer jedes Mal... Und wir sind das Gesetz! Einen Schritt zurück! Wir haben Ihren Sohn dabei erwischt, wie er in die Research Facility eingebrochen ist und jetzt wollte er flüchten. Das ist der Fluchtwagen, das ist alles Beweismaterial. Mein Sohn ist so dumm für sowas, der kann das nicht. Der weiß ja nicht mal, wie man Research schreibt. Aber Ihr Sohn fährt das Fluchtauto. Mein Sohn kann nicht fahren, er hat nicht mal einen Führerschein. Es ist korrekt, Sie haben keinen Führerschein. Führerschein? Ja, Führerschein. Herr, warum Sie... Haben Sie das Objekt gesehen? Wissen Sie, wie... Es war eine Frau, eigentlich. Hey, du bist jung, oder? Ich bin zu dumm, um meine Frau zu sein. Hey, wie alt bist du? 15 Jahre. Okay. Haben wir das falsche Auto verfolgt? Du nichts nutzt! Ich glaube, wir haben den falschen. Wir haben den falschen verfolgt. Oh nein. Aber du hast keinen Führerschein! Komm mit, Sohn! So, wir begleiten ihn jetzt mal mit nach Hause. Ein Schritt zurück. Der Sohn ist ohne Führerschein gefahren. Das ist gegen das Staatsbürgergesetz. Nein! Doch, das ist gegen das Gesetz. Wir müssen sie einmal mit nach Hause begleiten. Sie haben keinen Führerschein und keine Zulassungsbescheinigung. Er ist so dumm dafür. Ich habe einen Führerschein für einen Bobbycar. Das ist kein gültiger Führerschein. Blasen Sie bitte kurz mal hier rein. Mein Sohn weiß nicht, wie man bleibt. Er kann ja nicht mal Tuba spielen. Okay, und? Nee, er hat nichts getrunken, er ist nur... Er ist einfach nur... Okay. Er ist einfach nur blöd. Ich meine, wir kennen uns ja alle in der Stadt. Wir können vielleicht mal ein Auge zudrücken, schätze ich. Aber, ich weiß nicht, wir sollten vielleicht trotzdem den Fall aufnehmen. Können wir da die Daten aufnehmen? Wäre das in Ordnung? Richtig, ich tippe mal schon alles ein. So. Bitte was? Der Name? Vorname? Wie? Ist der Vorname? Christopher, sein Name ist. Nachname? Christopher Paul. Christopher Paul. Paul, ja. Alles klar. Und Sie sind sicher, dass das kein Fake-Name ist? Er ist zu dumm für einen Fake-Name. Und Sie sind nachweislich der Vater von diesem Jungen. Und Sie sind? Ja, leider. Okay. Komm jetzt mit, du musst Kartoffeln schälen. Die Jugend von heute, ha. Huh? Aber das ist ärgerlich, denn ist scheint der Fall... ein massenproduziertes Fahrzeug zu sein. Es ist so irgendwo eine Seriennummer, ist auch egal. Wir finden das andere eh nicht. Die sind schon locker über alle Berge. Mist. Okay. Dann würde ich sagen, fahren wir zum Research Center, oder? Und gucken, ob wir da vielleicht Antworten finden. Lass noch Spuren suchen. Ja, okay. Okay, gut. Dann hier geht's rein, ne? Ich glaube, Waffen brauchen wir nicht. Wir reden ja nur mit den Angestellten. Ja, ich meine, auf Nummer sicher gehen, aber okay. Muss mal schauen, ob irgendjemand hier was weiß. Arbeitet hier jemand? Oh, hier am Desk ist jemand. Guten Abend. Hallo. So, Sie haben einen Einbruch gemeldet. Waren Sie das? Ja, ich war das. Aber es sind nur unwichtige Notizen gestohlen worden. Okay, das ist merkwürdig. Ja, was sonst irgendwas beobachtet? Die biologisch abbaubar waren. Was war biologisch abbaubar? War nur die Notizen, wo nichts drauf stand. War nur für die Akten, die nicht abbaubar sind. Okay, aber schon psychologisch abgebaut. Aber warum sollte das jemand klauen? Hatten Sie die Person? Haben Sie den Täter gesehen? Gibt es irgendwelche, die in Frage kommen könnten? Sie war irgendwie mit zerrissenem T-Shirt und mit zerrissener Hose. Okay, aber Sie haben das Gesicht, sie kannten sie nicht. Sie war weiblich, ich weiß nicht. Weiblich. Ja, also der Typ war es nicht. Ja. Und okay, Sie haben den Hilferuf gestartet und haben Bescheid gegeben. Oder war das ein Kollege von Ihnen? Ja, das war ich. Das waren Sie, okay, gut, dann müssen wir mit keinem Kollegen mehr sprechen. Okay, ist notiert. Von dem Gesicht habe ich nicht wirklich viel gesehen, nur sie hatte eine kleine krumme Nase, aber sonst. Okay, gut, das ist schon mal hilfreich. Unsere Notizen waren nicht von weiterer Bedeutung, oder könnte das... Gab's ehemalige, wurde jemand gefeiert vor kurzem? Nee, eigentlich keiner. Okay. Eigentlich haben wir fast keine Mitarbeiter.
Wenn wir Sie jetzt in 2 Wochen aufs Polizeipräsidium bestellen würden, könnten Sie die Person identifizieren? Sie hatte irgendwie schwarze Haare. Ja, aber also wenn wir jetzt eine Gegenüberstellung schaffen, falls wir sie fangen, meine ich jetzt. Ja, ich glaube, ich könnte die auseinanderkennen. Okay, perfekt. Dann müssten wir einmal ihre Daten noch aufnehmen. Ja, das alles klar. So. Einfach mal eintragen hier. Genau. Und Notizen, Kennzeichen der Akten, das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Warum soll er Notizen klauen? Die haben bestimmt was übersehen. Vielleicht ein Experiment. Ein Prototyp. Können Sie mir das vielleicht vorlesen? Ich kann leider nicht lesen. Haben Sie das nicht gerade eingeschrieben? So, perfekt. Alles klar. Wir melden uns in Kürze bei Ihnen. Okay, danke für Ihre Kooperation. Auf Wiedersehen. Und das war's mit Minecraft Polizei Folge 3. Ich hoffe, es gefällt euch. Wenn ja, dann lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Bis jetzt kommt Polizei richtig gut an bei euch. Das freut mich total. Ich habe da sehr viel Mühe reingesteckt. Es könnte sein, ich bin mir nicht ganz sicher, wie der aktuelle Stand der Dinge ist. Zukunft Ronja meldet sich wahrscheinlich nochmal bei euch. Aber es könnte sein, dass sich nächste Woche Mittwoch verschiebt, weil ich da bei meiner Mutter bin für ein paar Tage übers Wochenende und dann auch krank war und bla bla bla. Da ist es immer ein bisschen schwierig mit Vorproduzieren, wenn die Stimme einfach nicht da ist. Aber ich hoffe sehr, dass ich das hinkriege und dass Mittwoch wie geplant Polizei kommt. Falls nicht, wie gesagt, gebe ich euch nochmal in einem Community-Post oder so Bescheid. Und genau, das war's dann auch schon. Falls ihr neu hier seid und es noch nicht gemacht habt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und die Glocke aktiviert, damit ihr Notifikationen bekommt, wenn immer ich ein neues Video poste. Normalerweise poste ich jeden Tag um 13 Uhr, aber ab und zu ändert sich das und dann wird es ein bisschen später. Falls ihr dann trotzdem die Informationen kriegen möchtet, kann ich euch die Glocke sehr ans Herz legen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, macht's gut und bis morgen. Ciao!